Thema Gesundheit. Ja, genau. Ja, um noch das Thema mehr aufzugreifen. Hallo, hallo Wien. Gerne Seidel. Schönen guten Abend zu Hause. Thema Gesundheit, Thema riesengroß. Wir stehen ja kurz davor, einen Impfstoff zu bekommen, der zu 70% passt, habe ich jetzt gelesen. Das finde ich sehr schön, wenn man sowas einem Techniker sagt, dass man sagt, wenn du deinen Bauleiter fragst, heute Brücken, sagt er, naja, 70% sollte halten. Sagt, da sind sie mal drüber gegangen. Sagt er, nein, lass mal alle anderen gehen und dann werde ich vielleicht drüber gehen. Gibt ein Gefühl der Sicherheit. Auch beim Pickerl, wenn es beim Pickerl war, der sagt, Bremsen haben wir gemacht, halten zu 70%, die nicht fest einsteigen. Muss aber sagen, ich selbst als kritischer Mensch, was soll an dem Impfstoff da jetzt schlecht sein? Warum soll ich mich nicht impfen lassen? Was kann passieren? Haarausfall, Scheißerei und schließlich irgendwann musst du sterben. Also warum planen wir es nicht gleich? Gesundheit wird also immer, immer wichtiger. Was mir ein bisschen fehlt in der Berichterstattung der Bundesregierung, also in der kurzen Zeit, die noch bleibt zwischen den Pressekonferenzen, wo die Politdarsteller hier ihren Text aufsagen, ist die Idee, dass Ernährung doch einen nicht unwesentlichen Beitrag spielt. Und ich denke mir, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Energie dafür verwenden, dass wir schon langsam die Antibiotika händeln und 3 Euro aus dem Kühlregal bekommen, weil die sind jetzt nicht zwingend gesund, wie ich glaube. Nur leider fehlt die Lobby. Denn auch ich als Nichtmediziner, und das bin ich sicher nicht, weiß, ein starkes Immunsystem bricht nicht so leicht zusammen. Da könnte man ja vorbeugen. Ist übrigens das Lieblingsthema meiner Frau, vorbeugen. Kenne ich noch aus der Zeit meiner Feuerwehrfeste, wo man sich einfach vorbeugt, dass man sich nicht auf die Tür speibt. Sind aber ganz niedrige Instinkte und hätte ich damals nicht mit Gesundheit in Verbindung gebracht, weil der Mann geht ja nicht zum Arzt. Also erst bis sichtbare Verletzungen sind, bis man Kopf schon und den Arm tragen. Dann lassen wir uns aber auch gleich totschreiben, sicherheitshalber. Man geht nicht zum Arzt und ich bin ja kerngesund, weiß auch, wem ich das zu verdanken habe, nämlich meinem Vater. Mein Vater, wir haben ja immer gelötet und geschweißt und immer ingenieurmäßig, muss ich dazu sagen, und immer im Freien, für Garage war kein Geld da. Und da ist, wo andere Kinder sind zu Hause gesessen und haben sich die Biene Meier und die Perrin angeschaut und die Schlümpfe, bin ich unter dem Auto gelegen, weil der Glanz in der Familie war, hat unten mit Altöl die Bodenplatten eingesprüht. Und das ist so ein, sagen wir, gefahren auf einer Schotterstraße, da hat es einen Träger aufgekaut und das war dann so ein 5 cm dicker Unterbodenschutz, der hat eigentlich den Käfer zusammengehalten. Und dieses Altöl legt sich innen in die Kinderorgane und versiegelt dich über viele Jahre. Darum geht mir Corona da hinten vorbei, das hält sich bei mir gar nicht. Also ich bin ein ganz schlechter Wirt, wenn man so sagen möchte. Und der Schlüssel zur Gesundheit war jener, mein Vater hatte in seiner Arbeitshose ein Stofftaschentuch, das hat er eingesteckt gehabt, ja, und mit dem hat er alles abgewischt, alles. Also ausnahmslos alles. Also wirklich vom Zylinderkopf bis zum Kinderkopf wurde da alles gereinigt und eben auch so mein Bruder und ich. Und wir haben sehr, sehr gerne lackiert und dementsprechend haben wir dann ausgeschaut. Und wenn dem so war, ist der Vater mit dem Stofftaschentuchel, ist er im Benzinkanister reingefahren und hat es so leicht ausgewrungen und hat uns dann mit dem Benzin ins Gesicht gewaschen. Also unser Thema war nie pH-Wert, sondern der ROZ-Wert, der uns gereinigt hat. Und auch das versiegelt die Pore über viele Jahre. Und darum ist Sonnenschutz zum Teil überhaupt kein Problem für mich. Sonnenschutz ist kein Thema, obwohl es für meine Frau ein Thema ist. Die sagt immer Prophylaxe, Prophylaxe, Prophylaxe. Oft sagt sie das 4-mal, dann haben wir es alle gehört. Prophylaxe, weil die Sonne so aggressiv geworden ist. Die Sonne ist dermaßen aggressiv geworden, die scheint jetzt seit, glaube ich, seit, weiß ich nicht, 4,5 Milliarden Jahren auf die Erde. Aber in den letzten Jahren ist die so aggressiv. Ich habe jetzt da auch gelesen in einer, das war so eine Gratisbeilage einer Gratiszeitschrift, da hat ein Gratisexperte, hat da reingeschrieben, in den letzten 8 Jahren ist das passiert, dass die Sonne so aggressiv ist. Also da gehst du raus, fast, hast schon Krebs. Und das lesen natürlich auch die Helikoptereltern und schmieren dann ihre Kinder ein. Ich habe das beobachtet am Strand, im 4-Minuten-Takt kommt ein Elternteil und leert so eine cremige Flüssigkeit, so schiebt es über den Kroppen drüber, der da eine Sandburg baut, der ist schon ganz weiß am ganzen Körper und dann sagen sie, jetzt Kevin, jetzt geh mal ins Wasser. Ja, geh ins Wasser, sagt der Kevin, ich wasche schon 2-mal Mutti, ich geh nicht mehr unter. Was soll ich machen? Der steht im Wasser wie Treibgut, wie eine Boje. Also nicht gerade, dass du ein Schifferl zubinden kannst zum Kevin. Der geht in Lignano, ist er gegangen mit seinem Eisstanitzel übers Wasser wie der Jesus am See Genezareth. Der geht nicht mehr unter. Ich gehe meiner Frau zuliebe, muss ich hier zugeben, Fleiß zum Arzt, nur mir zu beweisen, dass ich kerngesund bin. Ja, sowas mache ich. Weil mein Arzt, der passt auf mich auf. Der schaut, dass ich nicht stirb, weil von denen hat er nichts.
Und er schaut auch, dass ich nicht ganz gesund bin, weil von denen hat er auch nichts. Aber so, sagen wir, so latent entzünden. Mit dem macht er die schönsten Urlaube mit der Diagnose. Und ich sage jedes Mal zu ihm, sage ich, Herr Doktor, ich habe nichts. Sagt er, das gibt's nicht. Sag ich, doch, ich bin der eine. Ich hab nichts. Sagt er, dann haben sie eine Depression. Was ist das? Was? Habt ihr gerade Depression? Sagt er, schwere sogar. Sag ich, wie schwer? Sagt er, 4 Kilo, ausgelöst, ohne Knochen. Sag ich, ha, das ist Ihr Humor. Sag ich, Herr Doktor, Sie werden nichts finden. Sagt er, Herr Seidel, dann haben wir noch nicht genau genug hingeschaut. Machen wir mal ein Blutbild. Sag ich, was machen wir? Ein Blutbild? Ein großes. Sag ich, wie groß? Sagt er, ganz groß. Sag ich, ein Schildbild vom Nietzsche? Oder kann es ein bisschen kleiner sein? Vom Preis waren wir nicht weit auseinander. Und ich kann Ihnen eines sagen, mit so einem großen Blutbild aus dem Vollblut, auch wenn Sie kein Rennpferd sind, sehen Sie erst, wie schlecht es Ihnen eigentlich geht. Ich bin dort quietschvergnügt zu dieser Untersuchung hingegangen. 3 Wochen später war Befundbesprechung, die haben mich mit der Rettung heimgeführt. Ich war am Ende, nachdem, was mir der Arzt erklärt hat, was für mich ein Wahnsinn, dass ich meinen Arm noch heben kann und meine Nägel irgendwie schmerzfrei wachsen. Seitdem ich eine diagnostizierte Glutenunverträglichkeit habe, weiß ich erst, dass ich eine Brille brauche. Ja, weil ich das Kleingedruckte auf der Verpackung nicht mehr lesen kann. Ich meine, Gluten oder Gluten, wie heißt Gluten, von Glutina, von Kleber. Kleber, das habe ich gefragt, was ist das überhaupt? Sagt er, das ist der Kleber, der das Weizenkorn zusammenhält, der Weizenuhu. Und das Vertragene, das zersetzt meinen Darm von innen, hat er mal gesagt. Ja, also da kann ich 8 Liter Actimel noch schütten, das wird nichts mehr, da scheißt du dich innen an, sozusagen. Und das WLAN zersetzt mich von außen, hat er mir erklärt. Ja, also wenn ich im Internet was isst, dann presselt es mir auf dieser Couch. Und dann hat er mir erklärt, dann gibt es Menschen, die haben das Handy in der Nacht neben dem Kopfpolster liegen. Sag ich, Herr Doktor, das habe ich auch, aber meines ist abgedreht. Sagt er, das geht gar nicht. Das Handy kannst du gar nicht auch dran, weil das Handy tut nur so. Das macht so auf Todmannstellung, so wir Maus. Und kaum merkt das Handy, dass du eingeschlafen bist, wacht's auf und kriecht durch die Ohren in dein Hirn und schaut, was du träumst. Und das, was du träumst, das meldet der NSA, die ruft bei Amazon an und die Post hat ein Backel in den Vorgarten. Das ist ein Kreislauf, wir sind durchschaut, die wissen alles. Der Kurtl hat sich, mein Freund der Kurtl, hat sich freiwillig eine Uhr gekauft, freiwillig, die ihn vollständig überwacht. Ja, die trägt am Handgelenk, weil das sieht er am besten hin. Es war eine Zeit, das hat er schon mal woanders gesehen. Und diese Uhr, zum Beispiel, wenn der Kurtl heute aufhört zu atmen, dann gibt ihm diese Uhr einen Stromstoß, mit dem könntest du, glaube ich, Ramses IV. Auf dem Thron zurück reanimieren. Und die ist ständig mit ihm in Kontakt, die Uhr. Und letztens schreibt ihm diese Uhr, sie sind sexuell inaktiv. Ja, hat sie ihm geschrieben. Habe ich gesagt, Kurtl, gib sie mir aufs andere Handgelenk. Hat sie ihm geschrieben, sie sollten Samenspender werden. Ich habe gesagt, das ist doch sehr lukrativ, Kurtl. Ich habe gelesen, für eine Samenspende kriegt man 50 Euro mittlerweile. Hat er gesagt, yes, das ist eine gute Idee, da muss ich am Dachboden aufschauen. Ich glaube, da steht noch ein Handtierchen hinter der Tür. Das müssen dann 12er wert sein, mittlerweile. den gebe ich weg, das ist krass. Nein, lass mal drin. Nein, lass mal drin. Ja, versteht eh keiner. Ja, versteht keiner. Sehr schön. Aber die schreibt auch andere Sachen, die Uhr. Die Uhr schreibt zum Beispiel auch, was hat sie geschrieben? Genau. Ihr Schlafzimmer gleicht einer Aufbahrungshalle. Und da ist er zum ersten Mal emotional geworden, der Kurtl. Hat er zum ersten Mal zurückgeschrieben und hat geschrieben, was ist? Wir haben 2 Kinder. Schreibt die Uhr, ja, aber nicht von dir. Danke für die Aufmerksamkeit.